Wir haben eben sämtliche Aspekte, die die Entdeckung von Albert Hofmann sich gezeigt haben, haben wir beleuchtet, wir haben darüber informiert, berichtet und diskutiert. Und ich hoffe, wir sind in allem einen Schritt weitergekommen. Und meine große Hoffnung ist letztlich, dass das Sorgenkind, es muss nicht sein, dass es jetzt zur Wunderdroge wird, das ist sie ohnehin, aber dass LSD letztlich seinen Platz in der Welt unter uns Menschen und in der Geschichte erhält, die es eigentlich, die ihm zusteht. Danke vielmals. Bei Trachkartenesch, Lach Achkaresch, Lach Ket Achkaresch, Tumen Jan Hatsch und Oo hier, die Toon Albert Hofmann. Herzlich willkommen. Wir alle haben hier uns getroffen, aus demselben Bewusstsein und dem wahren Vater unseres Stammes zu huldigen, Albert Hofmann. Ich entschuldige mich schon jetzt bei allen Referenten, dass wir nicht Zeit haben werden, alle zu Wort kommen zu lassen, aber ich möchte doch einigen von Ihnen noch das Wort erteilen. Simon Finkenow. Sei jetzt hier. Nehmen wir einfach eine wunderschöne Person wie Richard Albert Babarandas. Sei jetzt hier. Und wir sind jetzt hier. Dank euch allen vielmals. Ich möchte gerne einen Text vorlesen, den ich von einer Wand in Budapest abgerissen habe. Der Optimist grüßt. Verspreche dir selbst, dass du so stark sein wirst, dass nichts deinen inneren Frieden stören könnte. Verspreche dir selbst, dass du Gesundheit, Glückseligkeit und Wohlstand zu jeder Person, die du triffst, sprichst. Verspreche dir selbst, dass du all deine Freunde spüren lässt, dass da etwas in ihnen ist. Verspreche dir selbst, die Sonnenseite von allem zu sehen und verwirkliche deinen Optimismus. Verspreche dir selbst, dass du nur noch vom Besten denken wirst, nur noch für das Beste zu arbeiten und nur das Beste zu erwarten. Verspreche dir selbst, die Fehler aus der Vergangenheit zu vergessen und zu den größeren Fähigkeiten der Zukunft voranzuschreiten. Verspreche dir selbst, zu jeder Zeit ein heiteres Gedicht zu hegen. Schenke jeder lebendigen Kreatur, die du triffst, ein Lächeln. Verspreche dir selbst, dass du so viel Zeit in die Verbesserung deiner selbst steckst, dass du keine Zeit hast, andere zu kritisieren. Verspreche dir selbst, zu groß zur Sorge zu sein, zu normal für Frust, zu stark für Angst und zu glücklich, um die Anwesenheit von Ärger zuzulassen. Optimist, international, kosmisch. Ich werde das Mikrofon jetzt Alex Gray übergeben. Es war mir eine Ehre, so viele von euch hier zu treffen und die Wärme des kompletten Treffens zu spüren. Die große Ehre und die Dankbarkeit, die wir Albert Hofmann verleihen, würde groß genug sein, um die Art der Liebe und die Anerkennung, die wir haben, auszudrücken. Du hast hingehört und den Ruf von LSD gehört, und nun sind wir fähig, es in die Welt zu bringen. And we're able to
bring it into the world. It is a true miracle and a gift. Es ist ein wahres Wunder und ein Geschenk vom Spirit. Ich denke, wir alle spüren das. Und ich bin zutiefst dankbar deiner Sorgfalt, die du uns allen gegeben hast. Care that you've given to us all. And it was so much fun to paint your portrait. Es hat solch einen Spaß gemacht, dein Porträt zu malen und über die Auswirkungen, die du für unsere Welt hattest, nachzudenken. I love you. Ich liebe dich. Thank you. Ich danke dir von uns allen. From all of us, once again. Stanley Krippner möchte auch einige Worte an uns richten. My dear old friend Albert. Mein lieber alter Freund Albert, du hast uns gesagt, dass du nicht zum LSD gekommen bist. Das LSD kam zu dir. Dieses Molekül wusste genau, was es tat. Es fand genau die richtige Person. Ich fand das wunderbar, dass jetzt hier gerade nochmal alle sich miteinander spüren können. Und möchte noch einen Gedanken hinzufügen, der mir persönlich als Arzt auch sehr wichtig ist. Man sagt ja immer, für Risiken und Nebenwirkungen sind die Ärzte und Apotheker zuständig. Durch die gegenwärtige Situation ist bekannt, dass Ärzte und Apotheker wenig Wissen haben können. Das heißt, alle sind aufgerufen, dieses Wissen selber sich zu erwerben. Das Wichtigste, was ich aber sagen möchte, ist, ich denke, wir haben hier auf dieser Tagung sehr viele Anregungen gekriegt, diese Grenzerfahrungen jeder Art behutsam und achtsam zu gestalten. Und ich denke, da darf man nicht nur an sich selbst denken und auf sich selbst achten. Es gibt viele Menschen, die brauchen Beratung, die brauchen Begleitung, die brauchen, dass da jemand ein bisschen mit aufpasst auf sie. Vor allen Dingen die jungen Leute. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Also mein Wunsch passt auch ein bisschen auf die anderen mit auf, vor allen Dingen auf die jungen Leute. Ich möchte das Mikrofon übergeben an Rick Doblin von MAPS. Albert, Albert, dank dir, dass du uns vertraust, die englische Version von LSD, mein Sorgenkind, zu publizieren. Wir haben es ins Chinesische übersetzt, wir haben eine russische Übersetzung gefunden, eine polnische Übersetzung und wir werden mit der Übersetzung in andere Sprachen fortfahren. Wir werden es mit Arabic ins Internet stellen, wir werden an der Zensur vorbeikommen und es so einrichten, dass die ganze Welt die Stimme hören kann, die du zuerst gehört hast. Ich übergebe an Ronald Steckel, der uns jetzt ein sehr passendes Gedicht vortragen wird. Das Gedicht ist sozusagen eine Grußadresse von einem der Mitväter der ganzen Bewegung, der große amerikanische Dichter Gary Snyder, der zusammen mit Allen Ginsberg und Jack Kerouac in den Vereinigten Staaten von Amerika mit als erster die Sache in Bewegung gebracht hat. Gebet für die große Familie. Dankbarkeit der Mutter Erde, segelnd durch den Tag und durch die Nacht und ihrem Boden, reich, kostbar und süß. So möge es sein in unserem Geist. Dankbarkeit den Pflanzen, dem sonnenschauenden, lichtverwandelnden Blatt und den feinen Wurzelhaaren, stillstehend in Wind und Regen. Ihr Tanz ist im fließenden, spiraligen Samen. So möge es sein in unserem Geist. Dankbarkeit der Luft, die die segelnde Schwalbe trägt und die schweigende Eule zur Dämmerung, Atem unseres Liedes, klarer Atem des Geistes. So möge es sein in unserem Geist. Dankbarkeit den wilden Wesen, unseren Brüdern, die Geheimnisse lehren und Freiheiten und Wege,
die ihre Milch mit uns teilen, selbstgenügsam, tapfer und wach. So möge es sein in unserem Geist. Dankbarkeit dem Wasser, Wolken, Seen, Flüsse, Gletscher, gesammelt oder verströmend, fließend durch alle salzigen Meere unserer Körper, so möge es sein in unserem Geist. Dankbarkeit der Sonne, blendendes, pulsierendes Licht durch die Stämme der Bäume, durch Nebel, wärmend die Höhlen des Schlafes der Bären und Schlangen, sie, die uns erweckt, so möge es sein in unserem Geist. Dankbarkeit dem großen Himmel, der Milliarden Sterne trägt und weit darüber hinausgeht, über alle Mächte, alle Gedanken, und der doch in uns ist, Großvater, Raum, die Seele ist sein Weib. So möge es sein. Also, das ist ein Lied, das die Geschichte von der Reise durch diese drei Phasen, wie ich es nenne, erzählt. Der Bardo Blues. Und er wurde erschaffen, um gleichzeitig getanzt und gesungen zu werden. Also lade ich euch zum Tanzen ein, wenn ihr euch danach fühlt. Ihr könnt euch auch einfach in den Reihen dazwischen hinstellen. Es ist ein sehr einfacher Schritt. Er geht zwei Schritte nach links und zwei nach rechts. So, links, links, so und nach rechts, so. Und es ist gut, wenn ihr es in die gleiche Richtung macht, sonst stoßt ihr aneinander. Also, wenn die Musik beginnt, dann sage ich zwei Schritte nach links, zwei Schritte nach rechts. When I woke up this morning, coming out of a dream, I looked down at the body lying on my bed. That's when it hit me, I was actually dead. All my family and friends gathering in my room. Ahead there is a tunnel and a way so bright.